Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute wieder ja die Total War Saga Thrones of Britannia. Und ja, es ist einiges geschehen. König Eirik ist gestorben vor zwei oder vor einem Jahr. Ich glaube, mit wie alt wurde er? 64 Jahren. Und Folge war natürlich Ketil, ist jetzt König Ketil. Und seinen Sohn könnten wir jetzt rekrutieren. Aber der Typ ist jetzt nicht so treu. Ist wahrscheinlich noch Teenager, obwohl er schon 16 ist. Aber rebelliert so ein bisschen gegen seinen Vater anscheinend. Müssen wir gucken. Treue. Aber eine Hochzeit kostet wieder viel Geld und wir haben gerade nicht viel Geld, weil wir natürlich auf dem Weg nach Ulaid sind. Was dieser rote Strich soll zu diesem anderen Kind, verstehe ich auch noch nicht. Wahrscheinlich nur aus einer anderen Ehe. Na gut. So viel dazu. Also schade, König Eirik, der hat ja richtig viel Einfluss gehabt und war richtig gut eigentlich. Da ist sein Sohn, auch wenn er jetzt schon 42 ist, jetzt nicht so gut. Einfluss sehr gering. Hingabe zwar ein bisschen, oder genauso wie sein Vater, aber Regierung, Kommando quasi null. Ah ne, ist gar nicht der Sohn, ist das. Ups, hier. Na gut, Kommando schon 6. Aber trotzdem. Er ist auf jeden Fall nicht so ruhmreich und so stark wie sein Vater. Das wollen wir jetzt ändern. So, was haben wir hier? Wir haben schon wieder was erforscht. Jetzt können unsere Kavallerie noch verbessern. Machen wir auch. Jetzt setzen nämlich diese Kundschafter. Ich hasse diese Kundschafter. Vielleicht sind die nicht so schreckhaft. Was haben wir hier? Ach ja, wir hatten hier wieder Überschwemmung. Ich glaube hier in dieser Stadt oder in diesem Dorf hat man letztes Mal auch schon Überschwemmung. Ich glaube, gefühlt alle zwei, drei Jahre gibt es hier eine Überschwemmung. Also, das könnte man auch wieder reparieren. Ihr seht, letztes Mal hatten wir plus 2000, jetzt haben wir nur noch 634. Wir haben immer noch minus Korn. Und was auch interessant war, nachdem König Eirik verstorben war, ist hier und hier sind ja die Leute nicht mehr so glücklich gewesen. Jetzt sind sie da auch nicht mehr glücklich. Zwar nur minus 1, aber... Die Krieger sind bereit. Ich habe mich auch noch umentschieden. Marschieren. Hakon bleibt hier in unserer Rückhand. Natürlich geht der König Ketil ist mit in den Süden geschwommen und irgendeinen, ja, diesen Kormark, den mussten wir auch noch ein bisschen einkaufen, dass er uns treu bleibt. Und den, auf den kann ich eher verzichten als auf Hakon. Wir wollen ja natürlich die Erblinie von König Eirik noch fortführen. Nicht, dass hier doch der neue König auch noch stirbt und dann der Prinz auch schon tot ist. So, dann gab es hier in dieser Ecke noch eine kleine Geschichte. Oh, die hat sich schon wieder geändert. Ach du Scheiße. Ja, unsere Freunde haben doch hier von Stratklut die Ländereien weggenommen. Ne, haben sie doch auch, Gott sei Dank, ich habe mich gerade verguckt. Ich dachte gerade, das wäre hier gewesen. Das ist aber hier. Ne, die haben einfach einen dazugenommen. Und, die Armee von Stratklut, die war eine ganze kurze Zeit auf unseren Ländereien. Darum wollte ich eigentlich schon quasi unsere Truppen dahin schicken. Hier im Norden habt ihr noch rekrutiert. Aber wahrscheinlich sind sie entweder geflohen oder er hat sie getötet. Fenrichs Rudel. So, was haben wir hier noch? Ach ja, der Teenager, mit dem ich nichts machen kann. Müssen wir erstmal so lassen. So, dann gucken wir doch mal. Wollen wir uns doch mal bedanken, dass sie uns ja so schön geholfen haben. Oder so schön in den Rücken getreten haben. Die See wartet. Können wir überhaupt jetzt quasi alle angreifen über die See? Ja. Wollt ihr das sehen? Ja, das wollt ihr sehen. Attacke. Nachtangriff. Haben wir Nachteil. Okay. Was haben wir hier? Blockade. Ne, wir wollen nicht blockieren. Wir wollen töten. Wir wollen massakrieren. Töten. Ausrauben. Vernichten. Außer die Hafenstädte. Die würde ich jetzt behalten wollen. Alles andere können wir mal plündern. Ich will eigentlich nicht auf diesem Kontinent, also auf der Insel da bleiben. Das zukünftige Irland. Mein Plan war es ja eigentlich mal irgendwann in Wessex einzufallen, aber das sehe ich nicht mehr.
Das ist so weit weg quasi. Brauchen die Schiffe ja 2 Jahre. Wo kann man da an Land gehen? Naja, wir trockenes Gut, Aufstellung starten. Warte mal, ein Teil ist schon auf dem Land. Das macht ja richtig Sinn. Nennt eure Befehle. Also in der Käse. Ich komme noch gar nicht durch die Mauer. Also das ist natürlich gesehen hier mit dieser Berg, diesem Berg hier, ist natürlich perfekt. Zur Verteidigung. Da hat Mutter Natur ganz schön gearbeitet. So. Auch von hier schön zu verteidigen mit so einem zweiten Wall. Wenn sie den ersten durchbrechen sollten. Oder auch schön für Katapulte. Können sich hier schon alle sammeln und alle, die hier sind, dann schön sterben. Aber von hier greifen wir nicht an. Von wo greifen die denn an? Ah, hier ist offen. Es wird aber auch hier so ein bisschen an den Thermopylen erinnert, ne? Dieser enge Durchgang. Und was haben wir hier? Komme ich überhaupt dahin? Barrikaden. Kann man bestimmt kaputt machen. Hoffentlich. Ja, dann werden wir hier an Land gehen einfach. Ich bin mal gespannt, wo unsere Verstärkung aufkommen wird. So, Attacke. Feindliche Schiffe? Beschleunigt die Langschiffe. Wir sind den Feind. Feindliche Schiffe? Ach, komm doch nicht mal alle an Land. Unserer zahlenmäßigen Überlegenheit. Unser Schiff wird beschossen. Jo, hab ich mir schon gedacht. Weiter. Also dann, ei. Tempo. Ich glaube, wir haben nicht so viel Platz für alle Schiffe. Stau auf dem Seeweg. Wir machen erstmal hier so ein bisschen. Alles geben. Befehle ich die Schiffe. Sie sind in der Unterzahl. Ja. Hübsch anzusehen. Was haben wir da hinten? Auf einmal habe ich die vergessen vorhin. Auch nochmal Kavallerie. Aber was soll denn hier außen die Kavallerie machen? Ach, sie könnte hier einmal rumreiten. Was haben wir hier? Machen wir auch. Nahkampf. Hier, ihr auch. Na. Hä? Wo kommt ihr jetzt eigentlich hin? Na egal. Na, das dauert ja hier, Mensch. Können wir noch 2 Schiffe anlegen? 1 kann. Ja, die nächsten bitte. Ja, Stau. Echt ulkig. So, ihr kommt von hier. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen die Schlachten gucken. Oh, was haben wir hier zu bieten? Attacke! Was, ein Bogenschütze? Scheiße! Scheiße, ich hab Bogenschützen rausgeholt! Ganz schlechte Idee gewesen. Das heißt, wenn da ein paar Schiffe wegfahren.
Sondern ihr könnt doch alle mal diese Leute da töten. Ach, die kommen. Haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Die kommen da gar nicht vorbei, das ist das Problem. Oh. Witz, komm raus, ey. Okay, hier, das ist ja neu. Also ich finde es gut, dass sie zurückfahren. Ich glaube, das war früher, also ich glaube, bei Rom 2 ging das, glaube ich, nicht. Wenn die gestrandet sind, sind sie gestrandet und fertig. Aber hier können sie wieder zurückfahren, das ist super. Weil sonst hätten wir echt wurden besiegt. Einen Staub. Sie verlassen das Schlachtfeld. Ja, deine Ecke. Attacke, los. Was ist das denn da? Hier sind auch schon welche. Verloren. Ja, scheiß auf die Schiffe. Randa, einfach hacken sich so ein bisschen hier. Alle zur Verteidigung. Speerkämpfer. Macht sie nieder. Vorwärts. Na, hier, da hinten braucht er gar nicht hin. Bleibt mal schön hier. Da kann man jetzt nicht ranfahren. Bogenschütze. Tod von oben! Axtkämpfer! Unser General ist gefallen! Oh! Das ist der Kormark. Oder. Unser General ist gefallen. Ja, solange der König nicht fällt, ist mir das alles Wumpe. Aber so ziemlich. Ja, ist jetzt schade, kostet natürlich Geld. Das war schon, ohne die Stadt zu belagert zu haben. Also hätte ich doch anders verteidigt, jetzt ehrlich gesagt. Hätte vielleicht hier Bogenschützen, ein, zwei Speerträger und die wären dann halt tot, ist mir Wumpe. Und hier hätte ich dann hier schön Speer, Bogenschütz, Bogenschützen. Und diesen Punkt hätte ich hier schön gehalten. Und dann hätten sie hier angreifen müssen. Aber hier kommt man ja nicht durch. Hier kann man nicht durch. Darum kann man eine Kavallerie da nicht hin. Ja, war man nett zu sehen. Aber von der KI irgendwie nicht klug gemacht. Also ich hätte mir diesen Punkt hier ausgewählt. Diese Schlucht, die ist ja einladend. Die Infanterie hätte erstmal die Blockade kaputt machen müssen. Von oben Bogenschützen. Die hätten sogar hier. Von dem Rücken. Wenn man, hier jetzt die Palisade kaputt macht, die Barrikade, und dann hier Bogenschützen hat, hätte man wunderbar in den Rücken schießen können. Perfekt. Hier jetzt nicht so, aber na gut. Leichter Sieg. Aber cool, so eine Seebelagerung sollte ich mal öfter machen. Hat irgendwas. Das macht ja auch Wikinger aus. Die kommen ja von der See. Doof ist nur, unser General, den wir eigentlich vor kurzem rekrutiert haben, der war noch gar nicht so lange an der Macht. Oder der, ja, darum hat er nur 20 Leute gehabt. Die ist leider verstorben, ne? Naja, ist halt so. So, besetzen. Brauchen wir einen Hafen. Ulf, wir könnten Ulf rekrutieren.
Den Sohn von Ketil, der uns nicht treu ist. Ich habe Angst, dass ich den, wenn ich den aus... Einflussreicher Herrscher, minus... Ach, wir machen es einfach. Komm, der kostet nichts. Ketil kann noch ein paar Söhne machen. Die See wartet. Ja. Gut gekämpft, du Horst. So. Das realisieren wir. Dazu sind wir nicht fähig. Ketil. Das werde ich nicht versuchen. Wir können das nicht tun. Wir können das nicht tun. Warum? Achso, da ist schon jemand drin. Ist jetzt da wer? Die Flotte steht bereit. Los, an Land! Tada. So. Ja, dann können sich die erstmal hier ausruhen. Unsere Feinde sollen untergehen. Ah, der König ist auch geschwächt. Wir haben es jetzt Sommer. Und guckt mal, was hier uns quasi eingelädt hier quasi. Wir sind ja unbeschützt. Ach, schön. Schön, schön, schön. So, minus 1. Minus 2. Minus 2, okay. So, jetzt haben wir neue Ländereien. Und wir brauchen jemand, der da regieren kann. Wo ist denn der Sohn, den ich schon wieder vergessen habe? Och, kein Geld, ey. Das war der Sommer. Mit wem sind wir noch alles im Krieg hier? Hier, wollen wir mal Frieden machen? Welch finstere Absichten führen euch an meine Tür? Frieden. Ausreichend. Mir wurden schon schlechtere Offerten gemacht. Fantastisch. So, ach, Uleit hat doch gegen... Warte mal. Kämpft Uleit gegen Irland? Ja, tut es. So, wollen wir endlich mal so einen coolen... Wieso ist er immer nur freundlich? Hallo, wir kämpfen gegen Uleit. Diplomatischer Bonus, 20 Abkommen mit Dublin, Krieg gegen Uleit, nur ein Bonus. Großmacht minus 5, frühere Abkommen mit den... Ja, okay. Krieg gegen... Okay, und Stratclub mochte er auch. Wie kann man Stratclub mögen, bitte dich? Euer Besuch bereichert meine Hallen. Setzt euch! Militärisches Bündnis wieder ganz praktisch. Immer noch beleidigend. Wie beleidige ich dich denn? Aber noch Geld hier, ne? Ja, nächste Runde. Wir müssen das Geld mal für nächste Runde aufheben. Und dann, vielleicht hier den Sohn von Ketil mit irgendeiner Prinzessin von Irland verheiraten. Naja, da wieder auf Einfluss, ja. Oder Treue. Ja, dann war's das mit dem Sommer. Wir brauchen Gold. Mehr Gold. Kornkammer ist einigermaßen gefüllt. So, was haben wir denn hier? Können wir über Diplomatie Irland? An meinem Feuer ist Platz für euch und eure Worte. Vasallenkönig. Schade, das ging hier rüber. Mit dem Verheiraten. Oh, er scheint eine gute Ehefrau zu sein. Diese Braut scheint geeignet zu sein. Wird die Auserkorene die Wahl akzeptieren, die ich für ihn getroffen habe? Naja, komm, machen wir mal. Zwar der Einfluss jetzt gestiegen dadurch, aber... Na gut.
So, es ist Herbst. Wer weiß, ihre Nachkommen? Einverstanden. Ausrauben. Das realisieren wir. Vorwärts, zu Ruhm. Ihr müsst euch mal mehr erholen. Zur Schlacht bereit. So, dann war es das hier schon. Wir haben kaum Geld. Ich kann... Können wir irgendwas bauen? Wachturm verbessern. Das kostet wieder Nahrung, aber wir können es mittlerweile leisten. Na komm, machen wir. Aber sonst können wir nichts machen. Ah, und eine Rebellion hier. Und Strat... Entschuldigung, Stratklut existiert immer noch. Okay. Mhm. War das der Herbst? Ich bin mal gespannt, wie schnell Ulleit eine Armee aus den Füßen stapft. Erstellen kann. Oh Gott, die Leute sind unglücklich. Aber euch kann ich es verstehen. Minus 6, okay. Minus 5. Minus 2. Hallo, tickt hier nicht mehr ganz richtig? Minus 4. Das riecht doch nach Rebellion demnächst hier. Wir führen euch zu Ruhm. Oh, das können wir ja auch einnehmen quasi. Sie sollen verrecken! Jawohl! Das besetzen wir mal. Einverstanden! So, können wir ihn jetzt irgendwie verbessern? Wir können ihn ja scheiden, wollen wir aber nicht. Na gut, hat sich um einen gebessert, aber es ist noch nicht so viel besser. Und dann war das der Winter. Wir räumen hier kräftig auf. Ich hätte aber gerne ein militärisches Bündnis mit Irland. Ich versuch's nochmal und gebe 1000 Gold. Geben wir nochmal an. Nee, das ist falsch. Ich hätte gerne Irland auf meiner Seite. Weil dann hat nämlich Ulleit einen Zwei-Fronten-Krieg. Und wenn wir das richtig gut anstellen, dann werden wir nämlich die locker zerreiben. Das ist so meine Idee. An meinem Feuer ist Platz für euch und eure Worte. Ach, nicht militärischer Zugang. Wir wollen ein militärisches Bündnis. So, ja, ist beleidigend. Wir geben dir auch noch Geld. Weil du so knuddelig bist, kriegst du nochmal 1000. Komm, ich geb dir alles. Alles, was ich hab. Immer noch beleidigend. Alter! Du irischer Teufel, du! Er will einfach nicht. Ich glaube, das haben wir auch als Mission, dass wir mit denen ein militärisches Bündnis machen müssen, oder? Ziele. Schließt ein Bündnis mit Dublin, naja. Durch die Zusammenarbeit mit dem Volk können wir uns die Gesellschaft sichern, arbeiten wir und so. Ja. Plus 1 für Eirik. Hallo, Eirik ist tot. Den gibt's nicht mehr. Beherrscht 15 Häfen, entweder durch direkten Besitz oder war seine runter aktuelle Anzahl 14. Ey, dann haben wir ja schon unseren kurzen Sieg. Ist ja gar nicht mehr so lang. Aha. Dann sparen wir nochmal. Wo ist denn der nächste Hafen? Aber kein Hafen hier, oder? Der hier die Ecke. Oder das. Gucken wir mal.
Unsere Feinde sollen untergehen. Yep, dann bleibt er nochmal in Deckung. Wir können noch ein bisschen aufstocken. Korn haben wir auch noch. Ups. Ja, und dann weiter. Also wenn er mir jetzt hier von den Ländereien hier was wegnimmt, Ulight, ist mir eigentlich quasi egal. Wir haben ja eine Siedlung ausgeraubt. Erpressung. Nee, auf Einfluss können wir da nicht verzichten. Das ist auch schon wieder, glaube ich, derselbe Typ. Nee, das war Gisli vorhin. Mann, immer dieser Erpresser. Aber ich gebe ihm das Geld. So. Ulf ist immer noch und die anderen sind immer noch unglücklich. Minus 4. Minus 2. Minus 3. Oh, hier ist was. Das müssen wir mal umbauen. Haben wir kein Geld für. Okay. Die Krieger sind bereit. Dann rauben wir das nochmal aus. Ja. Sollen die mich ruhig hassen? So. Wir schwören treuen Dienst. 18 hatte er. Hier warten wir nochmal. Ich lasse den erstmal das da einnehmen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ob das schon vielleicht ein Hafen ist oder nicht. Können wir hier noch was ausbauen? Ja, da kann ich nicht weiter rauszoomen, es tut mir leid. Aber anscheinend können wir doch hier, könnten wir was bauen. Was gibt's denn hier? Oh, wir können die Schmiede verbessern. Tun wir. Die Rebellion wird hier stärker, das heißt, wir müssen mal auch darauf achten, dass wir den Freund hier vielleicht, ach, wir haben kein Geld mehr, dass wir den vielleicht nochmal ein, zwei Truppen geben. Und hier sollte man rekrutieren, weil der hat ja die Schmiede, ne? Da müsst ihr auch mal besser drauf achten, dass wir dort rekrutieren, wo halt eine Schmiede ist, weil dann haben sie gleich bessere Waffen und bessere Rüstung. Man sollte natürlich jeden Vorteil nutzen, den man kriegt. Meine Fertigkeiten wurden verstärkt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Von dem Statthalter, auch schon 65 Jahre alt, Gisli. So, Technik auf Feucht. Jetzt haben wir hier bessere Kundschafter. Rekrutierungskosten und Unterhaltskosten, naja, steigen da durch. Kettenpanzerreiter. Naja, komm, wir verstärken unsere Kavallerie. So. Wir haben immer noch Unmut. Kann ich mir gar nicht erklären, woher kommt denn das? Ich bin noch nett zu meinem Nachbarn. Ah, guck mal. Da kommt schon der erste Widerstand. So, weiter kommen wir hier leider nicht. Verlasst euch auf uns. Ja, komm, wir marschieren auch weiter. Marschformation. Essen haben wir ja. Müssen wir auch aufpassen. Leid über auch unsere noch. Feinde. Ja, und dann war es ja schon der Sommer. Ja, er flüchtet, er wird wahrscheinlich jetzt die andere Siedlung einnehmen. Aber soll er ruhig. Ach nee, ist gar nicht ein Hafen. Oh, Strattklut. Was ist mit Strattklut passiert? Wer hat ihn ein... Ah, okay, unser Kollege. Aber da ist noch eine andere Armee auf Northumbrien. Und die werden wahrscheinlich das auch haben wollen. Mal gucken, das können sie auch noch einnehmen. So, oh, hat sich hier eine Rebellion gebildet, da eine Rebellion. Unser Kollege hat viel zu tun.
So, wir schwören treue Dienste. Schlagt zu! Angriff. Vertraut auf uns! Ah, besetzen wir. Jawohl! War kein Hafen, ha? Dann geht er gleich weiter. Verlasst euch auf uns! Können wir hier rekrutieren? Nicht, dass jetzt von hinten angegriffen wird. Ist, glaube ich, auch ein Sohn. Saxbjörn. Komm, Saxbjörn, rekrutieren wir. Wir schwören treuen Dienst! Das ist noch nicht möglich! Ah, ne, da wollen wir hin. So. Saxbjörn kriegt Einheiten. Aber ich glaube, dass mal so drei Standards sollten reichen. Er ist ja hier quasi alleine. So. Feindliches Blut wird fließen. Das ist natürlich ein ewiger, langer Weg dahin. Wir können hier auch erstmal weiter plündern. Aufbrechen. Ist noch Herbst, dann sind wir Winter da. Statthalter, Gutfried, ohne Frau, der Ärmste. Krieg ich nochmal einen Priester? Man braucht auch keine Frau mehr. So. Ich nenne den Kell. Kell scheint mir neu zu sein. Den haben wir da unten eingekauft. Und Nahrung ist nicht schlecht. Was nur Einheitenverstärkung. Ah, doch, doch, lokale Provinz. Machen wir. Was haben wir hier? Ja, Ulf. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ich habe kein Geld für dich. Der nächste. Oh, Saxbjörn. Erben ändern. Ah, komm, da stecken wir mal Geld rein. So, Einfluss Ketil. Bestochen. Bestechung zahlen. Ne? Minus 500 Schatzkammer, Eigenschaft bestochen. Das ist wohl nicht so positiv für ihn. Oder mit Worten bestechen. Dann haben wir 2 plus auf Treue. Aber minus 1 Einfluss auf Ketil. Wir hatten nur eine Zeit lang mit König Eirik dann auch das Problem, dass er nur einen Einfluss von 5 hatte. Ach komm. Mit Worten bestechen wir ihn. Zack. Saxbjörn. Cool. Cooler Name. So, und die sind immer noch traurig. Oder? Ja, die öffentliche Ordnung ist halt nicht sehr gut. Minus 4. Die Rebellen sind auch noch besser geworden. Minus 6. Ach du Jemine. Ach ja, dafür braucht man ja Geld. Es riecht eine Rebellion da in der Ecke. Und die minus 10. Ja gut, sollen sie doch. Das realisieren wir. Oh, kann schon wieder nicht bewegen. Schon Winter. Ich will unten nochmal schnell die Stadt einnehmen. Da Dun Atraik. Oh, Winter. Kalt. Schaffen wir es, einen Zug dahin? Massakriert sie! Massakriert sie, hört sich auch schon mal gut an. Und wir machen mal... Ah, sie müssen belagern. Ah, nochmal eine Runde. Belagern. Für den so, wo ist der andere hingereist? Aha. Der ist bei mir vorbei. Na gut, lassen wir ihn da nochmal in Ruhe. Das realisieren wir. Schwimmen wir nochmal. Der hat uns mit einer Hafenstadt geklaut, ne? Übelster Drecksack. Dann kommt doch schon mal runter. Ihr braucht ja auch noch ein, zwei Runden, bis ihr da seid. So. Ich habe mir das gerade so schön ausgemalt, dass wir jetzt diesen kurzen Sieg da gemacht haben.
Aber jetzt spielt Ulite nicht mit und die werden angegriffen. Wo kommen die Einheiten auf einmal her? Ja, scheiße, Saxbjörn ist tot. Gut, ein Sohn weniger. Hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir führen euch zu Ruhm. Attacke! Ohne Verzug. Achso. So. Also ihr habt den Sohn von Ketil getötet. Nur so als Info, ne? Machen wir automatisch. Besetzen wir. So, jetzt hat er uns natürlich einen Hafen gemoppelt, der Typ. Unsere Feinde sollen untergehen. Und er kann weiter nach Norden. Ah. Ich glaube, das wird zu lange dauern, wenn wir hier plündern und da weiterlaufen. Los geht's! Das sind wieder drei Runden. Hat der Glück? Hat der Glück? Ja, Saxbjörn ist. Ah, der mit dem coolen Namen ist gestorben, ey. Fuck, und da haben wir noch Geld reingepackt, ne? 1000 Goldstücke oder so. Fuck. Jetzt können wir das hier dasselbe nochmal machen. Der kostet 2000. Mann, oh Mann, oh Mann. Also die Erziehung war damals, glaube ich, schon problematisch. Einfach mal auf den König hören, verdammt. Damals kein Geld für. Welche Provinz ist das überhaupt, die da angezeigt wird? Ach, der hat den nur ausgeraubt, der hat den nicht eingenommen. Da stecke ich doch jetzt kein Geld rein, wenn ich da keine Armee habe. Die Krieger sind bereit. Aber der muss ja von hier in einer Runde da runtergekommen sein. Flott. Nicht schlecht. Feindliches Blut wird fließen. Ziel 15 haben wir. Wann haben wir das jetzt hier? Anzahl kurzer Sieg, Königreich. Beherrscht 15 Häfen entweder durch direkten Besitz oder Vasallen. Hm. Hm. Vielleicht muss man das noch ein paar Runden halten. Ich habe keine Ahnung. Bei mir gibt es definitiv nur bald irgendwann Bürgerkrieg. Definitiv. Ich will noch mal wissen, was die Armee von Ulite macht. Wo er jetzt hinmarschiert. Die haben ihn ja quasi umzingelt. Also wir könnten, wenn unsere Schiffe auch so schnell sind, von der einen südlichen, nördlichen Stelle auch runtersegeln. Ah, wir haben es geschafft. Ein wahrer König führt an der Front durch seine Taten und sein edles Vorbild. Durch eure Hand ist das Volk geeint. Endlich zum gemeinsamen Ziel vereint. Eure Taten werden in den Annalen der Geschichte voller Verehrung für diese Leistung erwähnt werden. Seid gelobt. Ja, gelobt sei König Ketil. Ja, ich glaube, das war's. Ja, also ich... Es ist natürlich ein ganz normales Total War. Wir haben uns ein bisschen abgespeckt, aber trotzdem, ja, ich wollte ja eigentlich ganz cool erstmal hier Nordschottland einnehmen. Das war ja mein Anfangsplan. Und dann so schön seitlich hier rumschippern und dann hier in Wessex einfallen. Ich glaube, wenn man das machen möchte, dann sollte man eher Dublin nehmen. Aber ich glaube, Dublin ist damit beschäftigt, sich hier auf dieser Ebene, auf diesem
auf Irland erstmal zu konzentrieren. Also man ist ja komplett umzingelt als Wikinger. Und ja, weiß nicht. Also hat Spaß gemacht. Aber ich würde dann auch nächstes Mal eine andere Fraktion nehmen, die weit südlicher ist. Gut, wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge war jetzt ein bisschen länger. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Like oder ein Abo wäre noch besser. Und wenn ihr nochmal, ja, mehr von Total War Saga sehen wollt, dann ab in die Kommentare. Und auch gerne mit Vorschlägen, welche Fraktion wir denn als nächstes benutzen sollten oder machen oder spielen sollten. Also ich hätte Irland könnte man, glaube ich, gab es noch. Wessex, Mercian war noch da, die Angelsachsen und Northumbrian waren noch, glaube ich, zur Auswahl, die man spielen kann. Wenn jemand das sehen möchte, ab in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall nochmal was spielen. Ich weiß bloß noch nicht, welche Fraktion ich. Bin mir noch nicht so sicher. Wessex oder doch wer Wikinger, die uns, weil sie sich ein bisschen südlicher sind da. Oder Mercian. Ich weiß es nicht, weil Mercian könnte man ja auch dasselbe machen wie Irland. Man könnte hier gegen die Wikinger kämpfen und hier. Wenn man hier eine klare Frontlinie hat, mit Mercian Frieden hat, dann könnte man ja auch quasi nach hinten schöppern und hier sich mal ein bisschen hier bedienen. Das ginge auch. Na, leider hat es Kittil nicht überlebt. Kittil sei schon König Eirik. Das wäre so cool gewesen, weil Kittil hat noch nicht so viel Ruhm gehabt. König Eirik war, glaube ich, voll oder fast voll. Naja. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.